Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2 Beyond Light Let's Plays. Im letzten Part haben wir mit der Season of the Lost angefangen, indem wir zur träumenden Stadt gereist sind und uns mit der Königin Marasov getroffen haben. Und in diesem Part werden wir damit weitermachen, den Wegfinder-Kompass auf das Leylinien-Netzwerk der Wachten auszurichten, indem wir die offensive Astralausrichtung machen werden. Damit würde ich auch sagen, geht's damit weiter und wieder in die träumende Stadt. Also, weiter geht's. Jetzt haben wir hier Champions Überladung und Aufhaltsamen. Ich schätze, das wechseln wir lieber von den Waffen wieder hier zurück. Und was haben wir hier? Aufladung, unaufhaltsames Impulsgewehr. Ist das überhaupt? Na gut, wobei, braucht man das überhaupt? Wenn nicht, dann habe ich gerade ziemlich eine dumme Entscheidung gemacht. Ich meine, was war das jetzt? Ach, keine Ahnung. Wird schon irgendwie passen. Hauen wir mal trotzdem drauf. Schön, warum nicht? Negativ. Raum, was war das für ein Teil? So ein ziemlicher Standardschwert. Abgesehen davon, was haben wir hier? Das ist ein Haufen Zeug, den ich noch machen darf. Für das letzte Mal in diesem Content, ja. Also, wird es wieder der nächste Gambit-Modus oder auch mal was Neues? Ist jetzt die Frage. Willkommen zurück im blinden Quellenhüter. Er ermöglicht den Übergang zwischen dieser Realität und der Aszendentenebene durch parakausale Leylinien. Leider öffnet sich dieses Tor in beide Richtungen. Tivo Arad, die Schargöttin des Krieges, will es für eine Invasion der träumenden Stadt nutzen, damit sie Savathun gefangen nehmen kann. Wir müssen diesen Ort um jeden Preis halten. Gut, dass du mit dabei bist, Hüter. Na, sieh mal an, Modus, der nicht genau Gambit in Eventform ist. Das so wirkt als mehr wie so eine Menagerie-Sache. Immerhin. Aber trotzdem wird es einfach todeslästig, den Modus zu farmen. Um das ganze Rüstungsset zu bekommen und so. Weil zum Dauergrinden ist natürlich der Blind sowas wie jetzt Override oder so besser, aber an sich zum Spielen natürlich das hier. Dieses Gebiet befallen. Ihre besessenen Risse destabilisieren die Leylinien und machen eine Ausrichtung unmöglich. Okay, hier musste ich nochmal kurz das HUD ausschalten. Nein, aus. Und bitte verschwind jetzt mal. Erledige sie und deponiere ihre besessenen Essenzen. Das sollte die Risse schließen und das. Naja, war wohl zu voreilig. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir auch wohl einmal so ein Teil ohne. Ja, ich deponiere X auf Y. Ja, gut. Ja, komplett daneben. Was soll's? Was bist du für einer? Na, das scheint sogar zu passen, immerhin. Immerhin war das doch eine schlaue Idee. So. Das wirkt auch schon wieder bis zu einfach. Bis jetzt. Ich weiß nicht. Das ist auch irgendwie immer das Enttäuschendste. An dem Ganzen ist das irgendwie nie so eine Herausforderung. Irgendwie. Paradoxbogen. Hey. Kann mir auch mal jemand sagen, warum zur Hölle das so leicht gemacht wird immer. Auge von Tivo Arad. Also ist das, also wird man jetzt in der Season Tivo Arad loswerden oder was? Und Savathuns Wurm.
Darf man mal so annehmen. Warte, was? Kann man mit dem Teil hier schießen, oder was? Ah, mal interessant. Wo soll ich das jetzt hinbringen? Sagte ich und sie sah dann die Lösung. Es ist wie leere Fähigkeiten. Was war das gerade, bitteschön? Das war überhaupt nicht unnötig oder so? Naja. Lass die besessene Risse kollabieren. Vor allem, wie bin ich eben gestorben? Kann das mir jemand erklären? Es ist so, dass man diese Orbs deponieren muss, bevor das neue ein neues Auge von Siwarat eintrifft. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Naja, was soll's. Da wirkt irgendwie wie ein Mix von dem, wenn ich den Zusatzmodus so, der noch bei der Gambit-Dinger da dabei war. Wie heißt der nochmal? Ach, keine Ahnung. Leylinien fließen ständig und wie ein Fluss können auch sie verschmutzt werden. Xibo Arad wird sie benutzen, um den blinden Quell zu vergiften, wenn sie kann. Bleib wachsam. Wir müssen die Batterien ersetzen, die die Energieregulatoren des blinden Quells aufladen. Aber zuerst müssen wir das Gebiet sichern. Glücklicherweise sind die Batterien mit parakausaler Energie geladen. Sie verleihen eine nützliche Aura gegen unsere Feinde. Es erfordert Stärke und Teamwork, um das zu schaffen, Hüter. Viel Glück. Halte den Feind auf. Fantastisch. Installiere die Batterien. Na ja. Musst du sie manuell installieren. Sie sind extrem schwer. Also arbeitet besser zusammen. Ja Gott, nee, das kriege ich niemals im Leben hin. Na egal, ich nehme... Hallo, nimm eine verkackte Batterie. Also belastet. Ja Gott, da müsst jetzt also... Also müsst jetzt... War das... Gut, das klingt auch schon mal, mal interessant. Also muss man jetzt hier hingehen. Und, was zum... Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Warum geht das nicht mehr? Ach so. Also kann man nicht dieselbe Batterie mehrfach tragen. Das ist aber interessant. Immerhin irgendwas halbwegs Interessantes an dem Modus bis jetzt. Aber immerhin mit ganz dieses Deponiere-Modes hier und da. Dann ist alles wunderbar. Als ob die sich dieser Champion überhaupt noch von mir verstecken kann, so hinter dem Schild. Ist halt auch mega dumm von denen, dass sie sich so hinter dem Schild verkriecht, dass man den Fuß immer noch sehen kann. Wie auch immer. Noch mehr Batterien oder war es das jetzt? Warte, was? Also jetzt sind es da weiter hinten welche. Da muss man das immer so machen, dass sie, dass ein paar Leute halt abwehren, ein paar Leute von den Batterienmelch tragen und dann halt die abwechselnd die Leute Batterien am Tragen sind. Meist auf der Erklärung, aber keine Ahnung, das versteht man ja vielleicht. Hallo? Wie seid ihr? Dann halt nicht. Das heißt, den verdorbenen Ritter kann man nicht bekämpfen. Das ist ein kleines Problem. Nimm die Batterie und weiter geht's. So, der macht das. Ich nehme die hier. Dann ist jetzt noch die letzte Batterie, ne? Ey, verpiss dich doch, du dummes Drecksding.
Weil immerhin scheint es mal relativ stabil zu laufen am Anfang der Season. Und ja, komm du allen. Natürlich noch jemand vom, ja, ich die Rüstung vom, Destiny 1 Raid dort. Ja, ich bin echt komplett neben der Spur. Und das war's schon, ne? Ging schnell. Es fühlt sich gut an, wieder zu kämpfen. Ich war zu lange nur Zuschauer. Von meiner Warte aus gesehen, hat der Hüter die ganze Arbeit erledigt. Ich bin jetzt... Also, ach komm. Wow, ein paar Leutnants. Hilfe, nein. Als ob das irgendeine Bedrohung wäre. Ich meine, man hat als Spieler schon Götter platt gemacht. Und sonstige Großviecher. Und dann sollen ein paar Leutnants irgendein Problem sein, oder was? Ich meine, was zur Hölle soll das? Das ist halt schon eine Beleidigung, dass die das überhaupt ernsthaft machen. Na gut, nicht jeder hat das jetzt schon gemacht in dem Spiel, aber trotzdem. Hallo, Hochdorf, verdammt nochmal. Verlorener Ogre. Verloren im Schaden nehmen. Was zum verdammt. Ja, schon wieder so einer von denen. Von diese Überladungs-Champions gehen irgendwie am leichtesten down irgendwie. Oh. Hallo. Juckt einfach so gar nicht, was du bist. Wow. So viel zu dir. Das nehmen wir mal anders und der war mal ein bisschen armer. Schnellstmöglich diese verdammten Bälle da. Was ist los mit mir? Ich krieg nicht mal einen Satz raus. Was besiege wen? Was? Was ist hier kaputt? Schnell gegen das hier jetzt bitte. Hallo, nimm die verkackte Beute. Gut gemacht, Hüter. Die Riffgeborenen danken dir. Was? Wenn wir den kommenden Sturm überleben wollen, müssen der Turm und die träumende Stadt vereint sein. Wir werden den blinden Quell zusammenhalten. Wow. Je mehr Leylinien wir öffnen, desto eher können wir mit der Evakuierung unserer verschollenen Techiens beginnen. Sobald mein Zirkel wieder versammelt ist, werden wir Savatuns Wurm austreiben und ihren Lügen ein Ende setzen. Ein für alle Mal. Ach ja, ernst? Eine Pistole namens Spoiler-Alarm? Oder habe ich das gerade falsch gelesen, aber trotzdem. Also die Kiste kann ich nicht machen, weil ich doch hier noch mehr von den Ressourcen brauche, was angenehm ist. Aber was soll's. So viel dazu zur Astralausrichtung. Ist nicht gerade die interessanteste Aktivität, aber damit ich würde sagen, jetzt geht's erstmal damit weiter, den ins Helm und dann halt eben noch dieses Gespräch machen. Genauso heißt das. Ja. Das hätte ich auch bemerken sollen, dass das immer der letzte Step der Quest ist. Ach, so dumm gewesen. Ach, das wird noch mehr Editing-Arbeit für einen Haufen nichts. Das ist. Wie passiert sowas, bitteschön? Wie auch immer, dann darf ich das nochmal reparieren.
Reise des Wegfinders 1. Jede gefundene Täckchen, jede freigelegte Leylinie bringt Marasovs Plan der Verwirklichung näher. Sammle weiteren Paradaxbogen und führe weitere Astralos-Richtungen durch und kartiere die Leylinien des zersplitterten Reiches. Schlussendlich wird Sabatons Wurm exorziert und der Baros Siris wird zurückgebracht. Und noch eine Gratiswaffe, das ist doch auch was. Also was haben wir dann hier? Ja, wie auch immer. Damit würde ich dann auch wirklich sagen, war's das mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.